Eine wahrhaft dynamische Zeit. Zu Beginn der 1980er Jahre stehen die drei Säulen der Neuaufstellung von Palm vor unterschiedlichen Herausforderungen. Denn die Idee von Zeitungsdruckpapier aus 100% Altpapier steckt noch in den Kinderschuhen. Der Markt für Wellpappen-Rohpapier wächst unaufhaltsam und verlangt nach unternehmerischem Wachstum. Und der Einstieg in die Produktion von Wellpappenverpackungen ist vollbracht. Doch das Geschäft ist noch nicht rentabel. Als Dr. Wolfgang Palm 1982 in das väterliche Unternehmen einsteigt, wird diese Drei-Säulen-Strategie zu seiner Generationsaufgabe. Wie seine Vorgänger bleibt auch er in seiner Herangehensweise der Palm-DNA treu. Die Zukunft aktiv gestalten. Für die Säule des Zeitungsdruckpapiers bedeutet dies die Stunde der Wahrheit. Im Jahre 1984 gelingt Palm mit langem Atem und in erfolgsorientierter Teamarbeit auf die im Vorjahr angelaufenen PM2 die Herstellung von Zeitungsdruckpapier aus 100% Altpapier. Bald darauf setzen Verlagshäuser auf das innovative Produkt, das fortan eine Erfolgsgeschichte schreibt. Besonders deutlich wird dies mit dem Bau der hochmodernen Papiermaschinen PM1 und PM3 in Eltmann sowie der weltweit größten Papiermaschine für Zeitungsdruckpapier, der PM7 im britischen King's Lynn. Damit erhöht Palm zunehmend seine Produktionskapazität für Zeitungsdruckpapier aus 100% Altpapier auf knapp 1 Million Tonnen pro Jahr. Es ist diese proaktive Haltung gegenüber der Zukunft, mit der Palm selbst immer wieder aufs Neue die Maßstäbe für Qualität und Leistung setzt. Wie etwa 2002 in Wörth, als die damals weltgrößte Papiermaschine, die PM6, in Betrieb geht und Palm dadurch ein völlig neues Qualitätsniveau in der Herstellung von Wellpappen-Rohpapier erreicht. So werden bestehende und vermehrt neue Standorte verantwortungsbewusst durch Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen weiterentwickelt. 2014 erwirbt Palm durch den Kauf der Seifert-Gruppe auf einen Schlag 9 zusätzliche Standorte mit 1.100 Beschäftigten, was einen bemerkenswerten Schritt zur Stärkung des Geschäftsbereichs der Wellpappenverpackungen bedeutet. Die Neuaufstellung anhand der Drei-Säulen-Strategie ist vollbracht und die Aufgabe dieser Generation erfüllt. Entsprechend der Palm-DNA ist es nun wieder an der Zeit, die Zukunft neu zu denken.